Herzlich willkommen zu einer Folge Triste. Das Ganze ist auch schnell erklärt. Es werden 5 Todesfälle erzählt, wovon einer ausgedacht ist. Wenn du meinst zu wissen, welcher der Ausgedachte ist, kannst du das gerne in die Kommentare schreiben. Aufgelöst wird nach der nächsten Folge. Jetzt viel Spaß! Arnsfeld in Österreich, Februar 2008. Josef H. sollte eine Entmistungsanlage warten, die er selbst aufgebaut hatte. Daraufhin wies er den Bauern an, die Maschine mit Mist zu beladen und anzuschalten. Nach etwa 10 Minuten wunderte sich der Bauer auf einmal, dass er von dem Techniker nichts mehr sah und auch nichts mehr von ihm hörte. Nun ging er natürlich in seiner bäuerlichen Ruhe einmal quer über den Hof, aber er fand ihn nirgendwo. Irgendwann quälte ihn der Gedanke, ob der Techniker vielleicht irgendwie in die Anlage geraten sein könnte. Er schaute auf den großen Misthaufen, welcher sich vor der Maschine auftürmte, aber fand ihn dort nirgendwo. So entschied er sich irgendwann, die ortsanlässige Feuerwehr um Hilfe zu bitten. Diese fand auch zuerst nichts, aber irgendwann schauten sie genauer in den Misthaufen nach. Dort fand sich auf einmal der Kopf des Technikers. Auf welche Weise der Techniker nun gestorben ist, konnte keiner genau sagen, obwohl die Staatsanwaltschaft direkt eine Obduktion anwies. Niedertalheim, Österreich, März 2008. Ein junger deutscher Lastwagenfahrer wollte mit seiner deutschen Gründlichkeit auch noch das letzte bisschen Kunstdünger vom Aufleger seines Trucks kippen. Also kam er auf die verhängnisvolle Idee, den Aufleger mit der Fernbedienung immer höher und immer höher zu stellen, bis er noch das letzte bisschen von dem Dünger von seinem Aufleger runterrutschte. Dabei kam er jedoch an die 30.000 Volt Starkstromleitung über ihm. Leider stand der Fahrer mit einem Bein auf dem Boden und mit dem anderen auf der Leiter, wodurch ihn die volle Ladung erwischte. Ein heldenhafter Lagermitarbeiter versuchte noch ihn wegzustoßen, was jedoch misslang. Schließlich konnte er mit einem Besenstiel die Fernbedienung so manipulieren, dass der Aufleger sich wieder senkte und der Stromkreis unterbrochen wurde. Cottbus, März 2008. Es gibt so Todesfälle, bei denen kann man nur den Kopf schütteln. Ein junger Cottbusser, 25 Jahre alt, wollte sich zum Kacken auf einer Baustelle verstecken. Er stieg durch ein Loch im Bauzaun und fiel danach 7 Meter in die Tiefe in einem Treppenhaus ohne Treppen. Man fand ihn wohl auf der Baustelle und die Polizei schloss aus den Umständen, dass er wohl seine Notdurft verrichten wollte. Man kann also davon ausgehen, dass er mit heruntergelassener Hose dort lag. Leon Meffert war 22 Jahre alt und versuchte sich seit kurzem mit Rollerblades. Bis heute ist nicht geklärt, warum er eine alte Fährenauffahrt herunterfuhr und trotz dass er schwimmen konnte, ertrank. Bei den späteren Ermittlungen kam jedoch heraus, dass er höchstwahrscheinlich mit den Rollerblades bis ins Wasser fuhr und dort stürzte. Dabei schlug er sich den Kopf an einem Stein auf und ertrank dann. Ein 64-jähriger Schweizer hat fatalerweise die wichtigsten Regeln des Autofahrens vergessen. Und zwar, dass man beim Automatikfahrzeug erst in den Parkmodus schalten sollte, bevor man aussteigt. Auf dem Weg nach Hause hat er sich wohl etwas verfahren und wollte deswegen wenden. Dabei striff er aber den Bürgersteig. Um den Schaden zu begutachten, verließ er sein Auto. Scheinbar vergaß er dabei, in den Parkmodus zu gehen. Der Wagen fuhr zurück, stieß den Senior um und überrollte ihn. Und das nur, weil er sich um das Wohlergehen seines Wagens sorgte. War vielleicht der erste Fall, der Ausgedachte, wo die Frau eigentlich nur zum Chiropraktiker ging, um sich einrenken zu lassen, aber dabei dann doch verstarb. Oder war es vielleicht der zweite Fall mit dem ungarischen Minister, der in den Hochofen fiel? Oder war es vielleicht auch der dritte Fall mit dem Flugzeugpilot, der auf seinem Flugzeug rumlief, während er damit fliegen wollte? Oder war es vielleicht der ältere Herr, der betrunken surfen ging und dabei ertrank? Vielleicht war es auch der letzte Fall mit der Frau, die hinter dem Fernsehschrank hing und nicht mehr wegkam. So, dann wären wir auch bei der Auflösung der letzten Woche und der gelogene Fall war der Fall mit dem älteren Herrn, der in seiner Midlife-Crisis Drogen nahm, Alkohol zu sich nahm und surfen ging. Natürlich gab es sowas bestimmt schon mal, aber dieser Fall war von uns ausgedacht. So, dann wären wir auch am Ende der heutigen Folge und ich wünsche euch jetzt auch allen einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen oder sonstige Tageszeiten und ich hoffe, dass wir euch ein wenig unterhalten konnten. Also, adios!